Einen wunderschönen guten Tag YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem YouTube-Channel. Hier ist mal wieder euer Evo aka Daniel und ich habe mir gedacht, ich muss ja erstmal die Kamera ein bisschen umstellen, anlässlich meines 500. Abonnentenjubiläums auf YouTube haue ich mal einen neuen Vlog für euch raus und werde ein bisschen berichten, was euch so, ja, unter anderem jetzt, was ich auch schon im letzten Vlog gesagt habe, was euch definitiv in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann, also 17, 18, erwarten wird. Zuallererst nochmal ein großes Dankeschön an euch alle für die 500 Abonnenten. Ihr habt es jetzt wirklich geschafft, mich innerhalb von einem Jahr um 500 Abonnenten reicher zu machen, was mich echt mega stolz macht. Also ich habe ja schon vorher 2 Jahre YouTube gemacht, bin bei 32 Abonnenten gewesen und habe dann eigentlich schon fast so ein bisschen aufgegeben. Habe gedacht, ja, in der heutigen Zeit ist es schwer, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Aber dank WWE und unter anderem FIFA, würde ich sagen, zu 10-20%, bin ich dann doch auf meine 500 Abonnenten gekommen und dazu ein großes Dankeschön an euch alle. Bedeutet mir wirklich sehr viel, weil ich sage es immer wieder, wenn man sich diese Menschenmenge von 500 Leuten auf einem Fleck vorstellt, du stehst vor denen, das ist einfach Wahnsinn. Das sind, keine Ahnung, so bekannte Bands haben zum Beispiel früher vor so einer Menge auf Festivals gespielt oder so. Ich finde das einfach nur heftig. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, dass euch mein Content gefällt und darum soll es auch in diesem Video gehen. Denn ich habe gestern FIFA 18 in der Ronaldo Edition bestellt und WWE 2K18 in der Deluxe Edition. Das heißt, ich bekomme beide Spiele 3 Tage vorher, habe mich das auch ein bisschen was kosten lassen. Muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt, soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe bei GameStop bestellt, die haben wieder in der 9,99 € Aktion Spiele drin gehabt, die ich noch besitze, die wertlos sind. Also hier Micro Machines, Worms und so kriegst du, keine Ahnung, bei eBay für 16-17 €. Und die habe ich da eben abgegeben, dann noch ein bisschen was drauf gezahlt. Also war auf jeden Fall eine Rechnung, die sich gelohnt hat, weil wenn ich mir das so gekauft hätte und hätte die Spiele vorher verkauft, da hätte ich sogar noch ein bisschen was drauf gezahlt. Und außerdem, wenn ich sie bei eBay verkauft hätte, wäre es nämlich auch wieder so gewesen. 10% gehen an eBay und dadurch ist GameStop dann doch die sichere Sache, zumal ich viele Spiele davon auch gar nicht mehr gespielt habe. Also Micro Machines war für mich dann doch ein Flop, obwohl ich sehr gehypt war auf das Spiel. Aber darum soll es nicht gehen. Heute geht es darum, was euch erwartet. Den Start macht im September NHL 18. Da war ich jetzt allerdings ein kleines bisschen enttäuscht, denn auch dieses Spiel war in der Deluxe Edition angekündigt. Problem ist allerdings, die Deluxe Edition gibt es in Europa scheinbar nur als digitale Download-Version. So, da ich jemand bin, der meine Spiele, gerade so von FIFA oder NHL, wo immer Nachfolger rauskommt, ja, dann eben nach diesem Jahr wieder, wenn dann der 19er Teil ansteht, gerne wieder verkauft, dass das bei der digitalen Version eben nicht möglich ist und deswegen verzichte ich darauf und hole mir dann eben nur die normale NHL-Version. Also bekomme ich NHL am regulären Release-Date. So, was passiert bei NHL, was ja den Anfang macht? Es wird auf jeden Fall wohl direkt am Release-Tag losgehen. Ich werde wieder ein Video für euch raushauen, wo ich so ein bisschen die ganzen Neuerungen zeige. Aber viel wichtiger ist, welche Spielmodi bringe ich euch. Und zwar wird es ja diesen Entry-Draft-Modus geben, also für die, die es nicht wissen, in der NHL waren vorher 30 Teams, jetzt hat sich das 31. Team, die Las Vegas Knights heißen sie, glaube ich, gegründet. Und da ermöglicht eben EA in NHL 18 einen Spielmodus, wo man ein 32. Team gründen kann. Und diesen Modus möchte ich gerne für euch bringen. Das heißt, im besten Fall kriegt ihr da 90 bis 100. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange so eine NHL-Saison geht, aber ich meine, es sollten so 90 bis 100 Folgen werden. Das heißt, packende 3 bis 4 Monate bekommt ihr schon mal den Entry-Draft-Modus. Dann, wenn ein entscheidendes Kader-Update gekommen ist, weil am Anfang, wenn NHL rauskommt, sind noch nicht die ganzen Transfers getätigt, also neue Spieler da. Und da geht es nämlich eben im DEL-Modus, im DEL-Saisonmodus drum. Da habe ich auch letztes Jahr ein bisschen gewartet, bis dann, glaube ich, Niklas Treutle war, glaube ich, mein entscheidender Faktor. Joey, komm. Dass der bei Krefeld war. Und dann wusste ich, alle Kader sind so halbwegs auf einem guten Stand. Und dann habe ich mit DEL losgelegt. Und so werde ich es auch dieses Mal machen. Allerdings lege ich eben erst mit dem Entry-Draft-Modus los. Und dann warte ich ein bisschen, bis eben wieder dieses entscheidende Update rausgekommen ist. Ich muss mal schauen, wann ich letztes Jahr mit der DEL angefangen habe. Und dann kommt eben noch der DEL-Saisonmodus. Heißt, ihr bekommt also 2
mal einen Saisonmodus, einmal NHL, einmal DEL auf meinem YouTube-Channel. So, kommen wir zu FIFA. Da könnt ihr sich, also ich werde dieses Jahr kein Pack-Opening machen. Ich habe, glaube ich, Pack-Opening bei FIFA 17 für 110, 120 Euro gemacht. Und ganz ehrlich, es hat sich nicht gelohnt. Und dadurch, dass jetzt eben die Weekend League eingeführt wurde, wo ich enorm viel Coins gemacht habe, lohnt sich meiner Meinung nach, wenn du FIFA spielst und Zeit für die Weekend League hast, lohnt sich kein Pack-Opening mehr. Und ja, weiß ich nicht, das ist dann so ein bisschen für mich rausgeschmissenes Geld. Ich hatte wirklich keinen Top-Spieler. Ich glaube, der beste Spieler, den ich gezogen hatte, war Jan Oblak, der war nicht mal was wert. Dann Matuidi hatte ich noch gezogen, aber das sind eben keine Ahnung. Das waren eben keine Walkouts. Das waren keine Spieler, so, die mal so ein bisschen 100.000er so gebracht haben. Also so richtig Glück hatte ich bei meinen Pack-Openings nicht. Und deswegen werde ich EA da kein Geld mehr in den Rachen stopfen. Die kriegen schon die 30 oder 40 Euro mehr für die Ronaldo Edition. Gut, ich bekomme das Spiel 3 Tage eher, vielleicht auch 4 Tage eher. Aber das sollte dann auch meiner Meinung nach reichen. Ich glaube, da sind sowieso ein paar Gratis-Packs dann dabei. Also sollte schon ganz cool sein. Ich werde auf jeden Fall dann wieder, wenn ich Zeit für die Weekend League habe, werde ich für euch wieder dann eben die Weekend League Rewards bringen. Ich nehme an, dass das wieder Donnerstag sein wird. Julika. Und yo, das wird dann wahrscheinlich. Und vielleicht auch wieder so eine Road to League One, was ich ja auch gebracht habe. Ja, sowas wird dann bei FIFA kommen. Wer Bock hat, gerne auch mal so ein paar Abonnentenspiele, können wir auch gerne hochladen. Da würde ich es aber sogar sehr cool finden, wenn ihr da mit mir in einer Sprachlobby drin seid. Also können wir über Discord machen oder eben über PlayStation Party. Aber Discord wäre mir sogar lieber mittlerweile. Link dazu in meiner Videobeschreibung, sage ich ja immer wieder. Und ja, was? Dann kommen wir zu WWE, würde ich sagen. Wir haben nämlich schon fast die Hälfte wieder von unserer Strecke zurückgelegt. Mal gucken, ob das Ding hier noch läuft. Ja, es läuft, weil ich hatte ja beim letzten Vlog, der hat sich ein bisschen verzogen oder verschoben, weil ich Idiot vergessen hatte zu filmen. Ja, WWE 2K18. Es sind jetzt endlich erste Infos rausgekommen, was wir alles so Schönes bekommen in dem Spiel. Zum einen ist die Grafik jetzt endlich mal deutlich verbessert worden. Also ich fand, Joey hier. Hey, mein Hund rennt weg. Joey, kommst du mal hierher? Ach, keine Ahnung, was der macht. David, der rennt jetzt nicht weg, er steht aber da auf dem Feld. Warten wir mal ab. Ja. WWE 2K18. Die Grafik ist deutlich besser geworden bei den Spielern. Und es gibt eben viele neue Spielmodi. Und auch der Karrieremodus soll wohl eine entscheidende Storyline bekommen. Und wenn das stimmt, was ich auf Reddit gelesen habe, Joey hier, Freundchen. Was ist denn los mit dir? Dann soll wohl der Backstage-Bereich so Open-World-mäßig eingeschränkt natürlich begehbar sein. Und man kann wohl Stables gründen. Und das wäre was, was extrem geil wäre. Weil wenn man Stables gründen könnte, würde ich es definitiv in Betracht ziehen. Die Leute, die auch Karrieremodus spielen. Ich hoffe nämlich, dass dann wieder so eine Synchronisation stattfindet, dass dann wieder eure Leute, die ihr in der Karriere spielt, dass die bei mir in der Karriere auftauchen, dass ich dann euch gezielt suche und wir zusammen dann ein Stable gründen in meinem Karrieremodus. Und ich habe mir schon einen Namen überlegt. Es gab ja früher die New World Order, mein absolutes Lieblingsstable. Ja, womit, oder was ich eigentlich auch als erstes kennengelernt habe mit der D-Generation X. Aber ich habe damals eben mehr die WCW verfolgt, deswegen die New World Order. Gibt es eben die Evo World Order, die EWO, und ich finde auch, das passt gut. Evo, also EWO, ist ja fast mein Name. Also, kann jetzt der eine vielleicht denken, hey, voll abgehoben, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, also so machen wir das. Muss ich mal schauen, hier müssen wir zum Wendepunkt. Joey, komm, wieder zurück. So, also die EWO wird gegründet, wenn das möglich ist, und dann würde ich, wenn das auch möglich wäre, auf jeden Fall noch eine Legende, keine Ahnung, so ein Kevin Nash oder so ein NWO-Gründungsmitglied oder so, würde ich dann versuchen, in diese Gruppierung reinzuholen, wenn es möglich ist. Aber muss man mal schauen, das klingt jetzt im Kopf alles natürlich wieder total cool. Bestätigt ist das natürlich nicht, also da muss man mal schauen, ob dieser Modi dann überhaupt so umzusetzen ist. Dann wird es auf jeden Fall wieder. Joey, was ist mit dem Hund heute los? Komm mal hierher, hier zu mir. Er kommt. Orakel wird es wieder geben. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich habe eine Umfrage gestartet in einer meiner
Let's Play-Folgen von der Karriere, ob ihr gerne einen SummerSlam-Orakel hättet. Also einer hat geschrieben, hätte gerne. Würde ich auch sehr gerne machen. Allerdings das Blöde ist, ich habe sehr viele Charaktere gar nicht, die eben beim SummerSlam-Match haben. Also ich habe zum Beispiel keinen Shinsuke Nakamura. Das wird schon mal wegfallen. Dann hier dieses, ist es mir entfallen. Ah genau, das Match zwischen AJ Styles und Kevin Owens mit Gastringrichter Shane McMahon, das ist nicht umzusetzen. Und ich finde das dann ein bisschen blöd. Ich habe dann auch keine Lust, irgendwie wieder so erstellte Charaktere aus diesem Community Center runterzuladen. Die sehen zwar cool aus, aber ich weiß nicht. Geht schon ein bisschen Charme verloren, meiner Meinung nach. Und deswegen wird die Karriere von WWE, wo ich ja auch drauf angeschrieben wurde, wird dann eben so das einzige letzte Projekt von WWE 2K17 auf meinem Kanal sein. Aber wer es nicht mitbekommen hat, Karriere von WWE 2K17 ist soweit schon aufgenommen seit 3-4 Wochen, dass wir pausenlos in die Karriere von WWE 2K18 einsteigen können. Also es wird dann eine letzte Folge geben. Da zelebrieren wir das Ganze nochmal ein bisschen, lassen wir so WWE 2K17 Revue passieren und dann machen wir dann am nächsten Tag mit der Karriere in WWE 2K18 weiter. So, dann habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen, viele Leute sagen, hey, bring doch zwei Matches in einer Folge, wo ich persönlich sagen muss, mir wurde schon geschrieben, ich soll meine Matches länger machen. Also das haben viele eine Zeit lang geschrieben, weil teilweise hatte ich echt nur Squash-Matches. Und ich habe ja selbst immer gesagt, ich finde das eigentlich langweilig und kann es gar nicht verstehen, dass ihr überhaupt euch meine Folgen angeguckt habt, weil die Matches ja jetzt nicht so der Knaller waren. Und dann kommen jetzt welche an, wo ich mich natürlich auch darüber freue, dass ihr die Kritik äußert, die Verbesserungsvorschläge, dass ich zwei Matches bringen soll, aber ich finde einfach, es ist zu viel. Ihr müsst halt verstehen, ich gehe auch arbeiten und kriege das halt so hin, immer so an einem Tag der Woche, nehme ich meinen Ingame-Monat auf. Und das heißt, ich müsste also dann zwei Tage der Woche finden. Das wird bei mir so ein bisschen problematisch, weil nämlich auch jetzt im September bei mir wieder die Eishockey-Saison losgeht. Der ein oder andere weiß es. Für die, die es nicht wissen, ich habe eine Dauerkarte bei den Kölner Haien. Fahre wirklich zu jedem Heimspiel hin. Das sind hin und zurück 220 Kilometer für mich. Und das heißt, wenn dann noch die Weekend League wieder dazukommt, habe ich also das Wochenende ist bei mir eigentlich komplett verplant. Heißt, ich muss unter der Woche, wo ich arbeiten gehe, muss ich einen Termin finden, um die Folgen aufzunehmen. Und jetzt ist es immer so, ich kriege 9 Tage halt aufgenommen. Und ja, und das wird dann eben ein bisschen schwierig. Dann hätte ich nämlich quasi nur noch für 4 Tage Folgen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis, dass das nicht so ist. Und deswegen versuche ich eben die Matches ein bisschen spannender zu machen und die eben ein bisschen mehr in die Länge zu ziehen. Zumal es eigentlich auch in den letzten Folgen meiner Meinung nach so war, dass ich gar nicht früher gewinnen konnte. Also ich glaube, es war jetzt dieses eine Match gegen Triple H, wo ich ihn unbedingt zur Aufgabe bringen wollte. Und es hat nicht funktioniert. Und das Match ging, glaube ich, 24 Minuten oder so. Und ich persönlich selbst gucke mir ungerne YouTube-Videos an, die über 20 Minuten gehen. Also weiß ich nicht. Und man versucht ja selbst so ein bisschen seine Videos so zu gestalten, wie es einem selbst gut gefällt. Ich finde es halt dann auch irgendwann hart langweilig und habe dann echt Probleme, mich dann auch darauf zu konzentrieren. Deswegen würde ich es eben wirklich gerne bei einem Match lassen, weil es eben auch übersichtlicher bleibt. Und das ist auch noch was ich machen möchte. Ihr seht ja aktuell in meiner Karriere immer schon das Match, was am nächsten Tag kommt. Das möchte ich rausschneiden. Also könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Aber es ist ja jetzt zum Beispiel auch in der WWE so, ihr erfahrt ja nur in ganz seltenen Fällen, welches Match ein Wrestler in der nächsten Woche hat. Die Matches kommen ja dann quasi immer erst so relativ spontan. Erfahrt ihr erst in der Show, welche Matches euch erwarten. Und so möchte ich das dann auch gerne machen. Also das Match ist rum, dann kommt ein schwarzer Bildschirm, ich erzähle noch ein bisschen was. Und ihr seht eben nicht, wer der Gegner an meinem nächsten Tag ist. So ist die Spannung für euch auch, denke ich mal, ein bisschen höher. Als eben dann schon, wenn ihr dann seht, oh, am nächsten Tag schon wieder gegen Brock Lesnar, oh, am nächsten Tag schon wieder gegen Brock Lesnar. Und das war eine Zeit lang so. Ich hatte wirklich 3 oder 4 Folgen hintereinander Matches gegen Brock Lesnar. Und deswegen können wir mal ausprobieren, wie es dann ankommt, ob ihr es gut findet oder nicht. Müssen wir dann schauen. Also das wäre auf jeden Fall eine Neuerung, die ich reinbringen würde.
Und ich hoffe eben wirklich, dass das dann möglich ist mit diesem Stable, dass man das gründen kann. Ohne Scheiße, ich könnte so geile Geschichten daraus machen dann im Karrieremodus, weil momentan kann man ja das nur mit dem Tag-Team-Partner machen. Und das finde ich halt hart langweilig. Also ich bin echt nicht so der Tag-Team-Wrestler, weil das auch eben viele geschrieben haben, hey, mach doch mal ein Tag-Team mit ihm und ihm. Und ich habe das mit Cesaro gehabt, das habe ich auch schon mal kommentiert. Das weiß ich nicht. Mir ist das einfach zu langweilig. Ich will das Spiel spielen. So Tag-Team-Match, keine Ahnung. Wenn ich so offline spiele, ohne was aufzuzeichnen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich da in der Folge zugucken muss, und das ist hier eben auch so das Problem, ich will nicht, dass die Folgen stundenlang gehen. Und die KI kloppt sich ja, bis sie umfällt irgendwann. Das kann auch manchmal eine Stunde dauern. Und deswegen so will ich mich von der Tag-Team-Szene ein bisschen fernhalten. Es sei denn natürlich, es gibt wieder sowas wie diese Heyman-Ziele und dann kommt da von mir aus, ja, hier erreiche unbedingt, werde Tag Team Champion, bevor du was anderes machen kannst. Ja, dann komme ich natürlich nicht drum rum, aber wenn ich so wirklich ein Stable führen könnte, wäre der Hammer, wenn das funktioniert. Muss man mal schauen. Also, und sollte vielleicht von 2K einer zugucken, ihr könnt diese Idee gerne verwenden. Ich will kein Geld dafür haben, außer vielleicht dann WWE 2K19, so in dieser super 150€ Edition. Da hätte ich dann natürlich kein Problem mit, wenn ihr mir dann dieses Spiel dann quasi kostenfrei zur Verfügung stellt, wenn dieser Modus drin sein sollte, wenn jetzt in 2K18 noch nicht drin wäre, überlasse ich euch dann frei Hand. Naja gut, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Vorschläge, könnt ihr gerne hier in die Kommentare posten, könnt gerne auf dem Discord vorbeischauen, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Was mich auch freuen würde, ich habe noch andere Social Media Kanäle, also Facebook, Twitter, Instagram, die Links findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung, glaube ich sogar über den Discord-Link. Also wäre sehr cool, wenn ihr da auch mir vielleicht ein Follow oder so da lassen könntet, weil ich habe mir nämlich jetzt vorgenommen, also Facebook habe ich am Anfang sehr viel genutzt, um immer meine neuen Folgen eben ja, bekannt zu geben, dass jetzt eine neue Folge NHL oder WWE oder so da ist. Das habe ich dann irgendwann gelassen, weil einfach mir der Aufwand zu groß war und der Ertrag zu gering ist. Also der Ertrag hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber es hat in meinen Augen hat das nichts gebracht. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich auf Twitter ein bisschen aktiver werden möchte und eben da dann noch ein bisschen mehr bekannt gebe. Jetzt zwar nicht, wenn eine neue Folge da ist, aber eben auch, dass ihr da mit mir schreiben könnt oder so. Und deswegen wird jetzt Twitter, denke ich mal, so auch meine Social-Media-Plattform Nummer 1 werden. Na gut, Leute. Wie ihr seht, wir sind schon wieder hier am Ende. Jetzt seht ihr auch mal wieder hier dieses geile Kaff, wo ich wohne. Ich wohne zwischen Heuballen. Ja, Folge neigt sich dem Ende, beziehungsweise der Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kam ja relativ spontan. Der Herr von Spontanien kam relativ spontan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt erst in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Vorschläge habt, was ihr euch wünschen würdet. Aber bedenkt eben auch, ich habe eben nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Deswegen, ja, danke ich mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Vielleicht trifft man sich auf dem Discord-Channel. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Auch wenn das Wetter nicht so der Knaller ist. Irgendwie so weiß ich nicht, so Sommer 2017 ist so, ein Tag heiß und dann wieder 5 Tage Regen so ungefähr. Zumindest in den letzten Wochen war das so. Auf jeden Fall, ich bin raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bonusmaterial. Ja, Leute, da könnte ich beim Kenneth bedanken. Der hat mir bei Instagram nämlich geschrieben. Für alle, die nicht wegen Raw gespoilert werden möchten, den empfehle ich jetzt einfach mal, wie Peter Lustig früher immer in Löwenzahn gesagt hat, abschalten. Und zwar, ich lege jetzt einfach mal los. Heute Nacht bei Raw ist etwas passiert, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass mein Interesse an der WWE wieder sehr, sehr groß geworden ist. Also ich habe ja beim letzten Vlog, glaube ich, wo ich vom ganzen Roses-Konzert wieder kam, habe ich ja, glaube ich, erwähnt, dass mich die WWE momentan, weil ich in den Storylines noch nicht so interessiert, aber es kam dann tatsächlich wieder, aber eher durch Raw eigentlich, statt durch SmackDown, weil SmackDown ist irgendwie tot, meiner Meinung nach, seit dem Roster oder seit dem letzten Draft, wo eben Ambrose und so zu Raw gedraftet wurde und Mist. Und auf jeden Fall, Raw hat es mir momentan wieder richtig angetan. Zum einen, die WWE hat das sehr, sehr clever gemacht, als die Einschaltquoten relativ ernüchternd waren, wurde eben das Broken Hardy Gimmick wieder angeteasert.
Und ich habe eigentlich beim letzten Pay-Per-View schon damit gerechnet, dass die Broken Hardys zurückkehren. Aber jetzt haben die irgendwie auf einmal was hier mit ein bisschen mit Finn Balor zu tun gehabt. Und selbst bei Instagram postet ja auch Matt Hardy The Woken Club, also so Anspielung auf Broken Hardys und Club, eben Baylor Club. Und ich denke mal, da wird der rechte Streit mit der TNA doch noch größer sein als angenommen. Deswegen wird es die Broken Hardys nicht geben. Aber parallel dazu wurde eben die Reunion vom Shield aufgebaut. Und heute Nacht ist es passiert, 2/3 vom Shield haben sich wieder zusammengetan, nachdem in den letzten Folgen das sehr, sehr geil aufgebaut wurde, wie ich finde, mit Rollins und Ambrose. Also, weil Rollins hat ja Ambrose gerettet vor dem Miss-Stable und dann kam eben hier die Faust. Dean Ambrose hat es abgelehnt, nach dem Match der beiden gegen diesen Miss-Club. So eine Woche später, weil Dean Ambrose hatte ja Misstrauen, hat dann er wohl doch wieder Vertrauen in Seth Rollins gewonnen, kam, aber Seth Rollins hat es verweigert und das hat sich dann so ein bisschen noch hingezogen und gestern war es soweit. Und das wurde sehr geil aufgebaut, indem sich die beiden noch mal ein bisschen geprügelt haben und dann doch gemerkt haben, hey, gemeinsam sind wir doch verdammt stark. Und es gab die Reunion, die Mini-Reunion vom Shield. Und meine Theorie ist jetzt wirklich für den SummerSlam und ich würde es feiern. Also Roman Reigns so finde ich nicht so cool. Aber wenn, es gibt ja, glaube ich, 3 Ansagetische bei SummerSlam, habe ich schon auf Discord auch geschrieben. 3 Ansagetische, 3 Gegner Roman Reigns, Shield, da könnte doch vielleicht eine kleine Reunion kommen und eben, dass Ambrose und Rollins Roman Reigns dazu verhelfen, dass er Champion wird, zumal ja die beiden auch die Chance haben, WWE Tag Team Champion zu werden und ich gehe hart davon aus, dass das passieren wird. Viele vermuten in diversen Foren, dass Ambrose gegen Rollins turnen wird, glaube ich absolut nicht, weil man hat nicht viele Möglichkeiten, den Shield nochmal zu bringen. Sollte bewusst sein, dass der Shield nochmal kommen wird und wenn jetzt Ambrose auch immer gegen Rollins turnt, finde ich es unglaubwürdig, dass der Shield nochmal kommt. Also dann wäre es arg unrealistisch, wenn die sich auf einmal dann doch nochmal irgendwann zusammenreißen. Deswegen glaube ich, der Shield kehrt beim SummerSlam zurück. Und noch ein kleiner Hinweis zu SmackDown, habe ich auch schon geschrieben. Heute bei SmackDown, Jinder Mahal gegen John Cena und ich glaube, es ist ein Championship-Match und ich glaube nicht, dass Jinder Mahal dieses Match gewinnen wird. Ich glaube, John Cena geht heute als Champion weg und es könnte natürlich sein, dass nach diesem Match Baron Corbin rauskommt und sein Money in the Bank-Koffer eincasht. Und dann hätten wir beim SummerSlam das Match Nakamura gegen Baron Corbin und man hätte wirklich das, was Leute wollen, Nakamura als Champion. Und mit diesem Satz möchte ich euch dann jetzt erlösen. Die Folge ist rum. Joey, komm her. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr darüber denkt. Ich bin raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank für euren Support und ciao.